Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Krieg. Warum ich das überhaupt noch drücke, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss gerade noch ein bisschen auf den Reset warten, beziehungsweise auf den letzten Fight, dass der zu Ende geht. Aber wir können ja schon mal kurz drüber schauen, wie die haben noch 99, wir haben noch 100 und wir sind 300 Punkte vorn. Sieht nicht schlecht aus aktuell. Wir warten jetzt, bis die beiden das weggemüllt haben und dann schauen wir fix auf meine Defensive. Wahrscheinlich wurde ich nur gewone-shottet. Nee, doch, One-Shot, One-Shot. One-Shot, dreimal gewone-shottet. Oh mein Gott. Im letzten Krieg übrigens sah es ja auch nur nach One-Shot aus, aber am Ende haben sie mich noch dreimal versucht. Fand ich relativ nice. Wir schauen uns mal fix an. Herrin vom See. Tello. Nee, die sind alle. Die haben. Also, ihr seht es ja, wir haben nur 28 Teilnehmer. Gibt, glaube ich, einen Urlauber oder so. So hundertprozentig weiß ich es gar nicht. Aber ja, das macht den Krieg jetzt nicht weniger interessant oder nicht weniger spannend. Wir schauen einfach mal. So, Büroswife. Das ist sehr schön gewesen. Da unten, der war schon weg. So, Decimus. Auch eine Telluria, auch eine Telluria. Die haben schon ordentlich viel Tellurias. Okay, jetzt wird aufgebaut und wir gehen auf Beowulf's Wife. Oder auch nicht. Wir gehen auf Jeremy. Jeremy ist meiner Meinung nach der einfachste Gegner. Jetzt prüfen wir trotzdem nochmal fix, was die haben. Angriff down für uns, Diva für uns, Cleanse und ein Heiler. Mach mal so. So, so. So, so. Und er kriegt die Mana-Truppe für ein bisschen mehr Bums. Und los geht's. Los geht's. Blau und. Oh ja, das ist eine Menge Blau. Das ist eine Menge Rot. Mit dem blauen und dem roten Diamant kriegen wir einen gelben. Ne, kriegen wir nicht. Doch, kriegen wir. Das kann die Sim dort gern machen. Wir machen den. Ah, ist so schön, dass Raffaele in der Hinterhand dort da ist. Aber brauchen wir ehrlich gesagt gar nicht. So. Paladin-Buff ist da an. Machen wir das so. Ja, der Kampf ist durch. Ja. Mal gucken, ob das reicht. Mach mal so. Und dann drück mal erstmal das. Kam leider kein Gelb nach rechts. Und dann drücken wir noch mal nach. Jetzt kam Blau. Gelb will nicht. Na komm, drück mir was. N bitte nicht den. Ja, vollkommen okay. So, dann drücken wir hier drauf. Und da haben wir wieder ein bisschen Geld bekommen. Ah, ich hätte schon beenden können. Na egal. Sehr gut. Das war der erste Sieg. Dann gehen wir auf Beowulfs Frau mit dem grünen Team. Nee, nicht mit dem grünen Team. Hier ist auch ein Grabmacher. Die mit ihren Grabmachern.
Gehen wir hier mit dem grünen Team drauf. So, zack, zack. Elkan kriegt die Dicke. Ja, nochmal so. Ich hätte, glaube ich, noch eine 5er Mana-Truppe für den Hänsel gehabt, aber. So, grün. Grüner Diamant, ja, nein, vielleicht. Ja, sehr gut. Das Ding ist durch, weil wir dann direkt danach noch ein grünes Match bekommen. Die Wähler ist fast schon weg. Machen wir mal den. Dann drücken wir den. Oh, ich habe nicht mitgezählt. Es reicht nicht ganz. Jetzt reicht's. So, zack, zack. Reicht das für den Poseidon? Oh, nee. So, Lila brauchen wir jetzt. Drück mal den roten Diamanten. Kommt viel Bordbewegung. Oh mein Gott, was ist hier los? Na, Hänsel, ja. Macht nicht den Jabberwock voll. Der soll sterben. Sehr gut. Grün ist die Hoffnung. Feldhilfe ist mir gerade ziemlich egal. Vielleicht nicht ganz egal, weil jetzt kommt sie wieder. Ja. Lass mal die Domitia in Ruhe, bitte. Na komm. Sehr gut. So, jetzt nehmen wir uns die Frau vor. Mit dem roten Team. So, den dicken Angriff. So, dann so, dann so, dann so, so. Los geht's. Auf zum nächsten. Grün und Rot wollen wir. Wir wollen kein Rot in Wähler spielen. Das ist mal Fakt. Schade. Da war eine kleine Möglichkeit auf dem roten Diamanten, die immer noch besteht und durchkommt. Ist sie jetzt geladen? Jetzt ist sie geladen. Ach, fuck. Aber das sollte trotzdem reichen. Genau, zerstören wir uns grün nicht. Sehr gut. Attack ab. Und was ist jetzt schlimmer, Wähler oder Grabmacher? Wie spielen wir das jetzt hier am schlauesten? Jetzt holen wir uns Siliana. Jetzt holen wir uns den Attack ab wieder. Und wir hatten am wenigsten 880, 930. Auf jeden Fall so. Und die Grüne da. Und dann, oh ja, das sieht gut aus. So. Ist halt blöd, dass sie jetzt blind ist, aber
Wir hauen trotzdem drauf. Okay. Okay. Dann der nächste Patient, bitte. Was haben wir denn eigentlich noch? Das blaue Team, das gelbe Team. Wir können Mono spielen. Blaues Team, gelbes Team. Spielen wir hier blau? Oder spielen wir ganz anders? Ich würde vorschlagen. Das Ganze. So zu spielen. Und dann schauen wir mal, ob das schlau ist. Lila und gelb, lila und gelb. Macht nicht die Telluria jetzt schon voll? Jetzt kann sie voll. Schade. Das ist blöd, dass natürlich den Proteus erwischt. Oh ja, das ist viel gelb. Oha. Ohne Heilung ist natürlich jetzt schwer. Feldheilung war auch durch. Machen noch ein bisschen Schaden bis vor der Feldheilung oder so. Okay, da springen wir jetzt blau drauf. So, drauf da, auf den Stefan. Das ist eine Menge Lila. Löst ihn noch nicht. Ja, das ist gut gelaufen. So. Ja, das ist ja mega gut gelaufen. Sind wir wieder über 200 Punkte. Easy sogar. Boom.
So. Wir hatten Wave gerade. Vincent, hast du noch Angriffe? Wenn nicht, frage ich dich fix. Ach, hier ist er. Nee, dann nehmen wir doch den Cleanup. Blau und lila, das heißt grün und gelb. Vielleicht ein bisschen Mana-Kontrolle noch dabei. Grün und gelb. So, jetzt noch ein grün oder ein gelben. Ja. Oh, das Grün liegt natürlich gut. Gelb. Nochmal gelb. Oh, hauer, hauer, ha, der tat weh. Wukong Buff ist noch drauf, oder ja? Ne, ist weg. Na komm. Ernsthaft. Okay, da ist er weg. So, das ist okay. Da sind wir gut dabei. Ja, dann bedanke ich mich. 3333 läuft. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis denn. Tschüss.